mit Buchstaben begleiten. Das heißt, wenn du Sängerin, wenn du Sänger bist oder jemanden begleiten möchtest, sprich jemand singt und du spielst die Begleitung am Klavier, dann können wir das auf ganz einfache Art und Weise schaffen. Das Erste, was ich tue, ich suche mir ein Stück raus. Heute mal Wie schön du bist von Sarah Connor. Und ganz wichtig ist, dass wir dahinter noch Chords schreiben. So, jetzt gibt es natürlich sehr viele Beiträge dazu. Ich klicke jetzt mal auf den ersten. Da liegt es jetzt ein bisschen an dir, dich sehr auf dein Gehör zu verlassen, das Original mal laufen zu lassen, die ersten Akkorde zu spielen und zu schauen, ist das denn die richtige Version oder steht das in einer anderen Tonart? Ich weiß jetzt, dass das Ganze in F-Dur steht, deshalb ist das die richtige Schreibweise hier. Und wir haben zwei Komponenten. Wir haben einmal die harmonische Komponente und wir haben neben dem Text hier, kann man sehr gut sehen, die rhythmische Komponente, also an welcher Stelle der Akkord gedrückt werden soll. Weitere Informationen wie welches Pattern, welche Umkehrung und so weiter wir spielen sollen, die haben wir nicht. Die müssen wir jetzt selbstständig erarbeiten. Und das tun wir mal. Ich gehe jetzt mal rein und versuche diese paar Akkorde F-Dur, A-Moll, D-Moll, B-Dur zu spielen in einer angenehmen Lage, in einer Umkehrung, so wie ich mich wohlfühle. Und das Erste, was ich mit links tue, ich spiele links Oktaven, um ein schönes Bassfundament zu haben. In dem Fall eine F-Oktave für den ersten Akkord. Und mit der rechten Hand lege ich ein F-Dur in der ersten Umkehrung. Sollst du nicht in der Lage sein, Dur und Moll, Dreiklänge als auch Umkehrung zu bilden, dann solltest du dir auf jeden Fall zuallererst als Vorarbeit mal diese beiden Videos anschauen. Die habe ich auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. So, also ein F-Dur-Akkord in der ersten Umkehrung. Warum spiele ich nicht die Grundstellung? Da mir ehrlich gesagt diese Lage hier schon etwas zu hoch ist. Als Faustregel für mich bilde ich die Akkorde zum Begleiten immer um das C herum. Das heißt, das ist eine sehr gute Mittellage, mit der ich in der Regel ganz gut klarkomme. Danach kann ich jetzt sehr schön auf ein A-Moll gehen. Das wiederum finden wir jetzt hier in der Grundstellung, ja, weil du siehst, vom F-Dur zum A-Moll, ja, muss ich nur einen Ton verändern und schon bin ich da. Kann ich also sehr gut spielen. In der linken Hand spiele ich das jetzt einstimmig, denn du siehst, die Oktave ist trotzdem gegeben, da ich es mit der rechten Hand mit dem Daumen spiele. Wenn du den Klang magst, kannst du natürlich auch eine tiefe Oktave spielen. Ja, das ist nicht vorgegeben. Ja. Im Grunde sagen wir, das, was gut klingt, ist richtig. Es gibt keine Regel dahinter. Ja. Du kannst im Grunde kannst du jede Umkehrung, jede Lage spielen. Wenn du meinst, das klingt gut, dann spiel das einfach. Ich zeige dir jetzt ein paar Tipps und Tricks, wie der Profi vielleicht an die Sache herangeht. Okay? Also F-Dur, A-Moll und dann kommen wir super gut zu einem D-Moll. In der zweiten Umkehrung, auch hier hast du gesehen, ich muss im Grunde nur zwei Töne verändern. Dann zum B-Dur, auch hier sehr schön, nur einen Ton verändern. Schon bin ich bei meinem B-Dur und ja, dann wird es wieder zurückgehen zum F-Dur. Da ich selbst nicht singe, lasse ich jetzt singen. Ich habe mal ein Playback vorbereitet und ja, dazu spielen wir jetzt einfach mal diese Akkorde jeweils für vier Schläge ausgehalten und das Ganze dann zweimal wiederholt. Ja? Lass dich nicht irritieren, wir haben jetzt einen Vorzähler im Playback, vier Klicks und dann geht's im Grunde los. 1, 2, 3, 4. Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein und du siehst so traurig aus. Komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Okay, soweit mal das Ganze mit Playback. Du musst natürlich jetzt immer diese vier Schläge abwarten, am besten laut mitzählen. Wenn du das hinterher natürlich mit einer Sängerin und einem Sänger zusammen machst oder selbst singst, musst du dich natürlich so ein bisschen auf dein inneres Gefühl, ja, auf deine innere rhythmische Uhr verlassen, um im entsprechenden Moment weiterzugehen. Das Liedsheet hilft uns jetzt hier natürlich, da wir über die entsprechenden Silben und Textstellen die Akkorde drüberstehen haben, sodass wir in etwa wissen, wann es weitergeht.
In der Regel kann man diese Begleitstimmen auch kaufen oder man schreibt sie selbst auf. Ich habe das jetzt mal für dich getan, für diejenigen von euch, die lieber nach Noten spielen. Du siehst, die Akkorde sind genau die, die wir gespielt haben. Bis auf den letzten, dort steht jetzt ein B-2. Diese, ich sag mal, optionalen Klänge, die stehen in der Regel in diesen einfachen Liedsheets nicht drin. Das habe ich jetzt noch zusätzlich herausgehört, dass wahrscheinlich bei dem B-Dur ein E2 noch gespielt wird. Der Akkord geht folgendermaßen, den B-Dur, so wie wir ihn gerade gespielt haben, plus den zweiten Ton der B-Dur-Tonleiter. Und dann entsteht dieser schön warme, sich leicht reibende Klang. Und das ist ein Tipp von mir als Pop-Pianist für dich. Spiel mal ein bisschen mit E2-Klängen herum. Das bringt oft ganz neuen Wind in die Stücke rein. Also ein B-E2 am Ende. Und jetzt können wir das Ganze auch noch mal mit Hilfe der Noten spielen. 1, 2, 3, 4. Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein und du siehst so traurig aus. Komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Okay, soweit das Ganze. Du siehst, der Bassschlüssel fehlt. Ja? Als Pop- und Jazzpianisten spielen wir in der Regel nur nach Buchstaben und maximal dann nach einem Violinschlüssel, wo die Melodie steht oder ja, gewisse Umkehrung. Und das, was in der linken Hand passiert, ja, geschieht frei heraus. Pattern, die wir mal abgespeichert haben, in dem Fall unsere Oktaven. Wenn du die Noten, das Liedsheet, das Playback suchst zum Verinnerlichen, zum Mitüben, dann findest du all das in meiner YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Den Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, lass uns nun weitermachen mit dem Pre-Chorus. Der Pre-Chorus beginnt bei und weiß, was es mit dir macht. Bei dem Macht mit unserem F-Dur. Und wenn du mal ins Original hörst, wirst du feststellen, dass das Ganze ab dem Zeitpunkt ein bisschen mehr Drive bekommt. Was passiert an der Stelle? Es werden jetzt keine gehaltenen ganzen Noten mehr gedrückt, sondern geht in so ein Viertelfeeling über. Und genau das werden wir jetzt mal probieren. Wir haben also ein F-Dur, ja, wie wir es kennen. Doch wenn du auf lachst, haben wir dann ein C-Dur. Der ist neu, der Akkord. Den spiele ich jetzt mal in der zweiten Umkehrung. Ja, auch für viermal. 2, 3, 4. Jetzt haben wir wieder unser B-Dur. Das kann ich spielen wie gehabt. Oder ich gehe mal, um so ein bisschen Veränderung reinzubringen, auch gerne eine Umkehrung tiefer. Ja? Also hier für viermal. Und dann wieder zurück, ja, zu meinem C-Dur. Jetzt habe ich hier noch zu beachten, dass ich, ja, wie gerade erwähnt, bei dem B-Dur natürlich den E2 spielen kann. Das kann ich jetzt schon direkt mitnehmen. Das heißt, ja, das C dazu spielen. Und ansonsten würde ich sagen, spielen wir es mal zum Playback direkt. So, jetzt aufgepasst, bei Macht geht es los. Also wir hören auf den Text. Glaub mir, ich war, wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen? Ich sehe dich mit all deinen. Das war schon alles. In Vierteln reingegangen und am Ende das C, das habe ich dann stehen gelassen, ne? Ausgehalten, sagt man. Ja, und dann ist das die Vorbereitung für den Refrain, den wir uns gleich anschauen. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und Ansätze, sich zu begleiten. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, mal in meinen Pop-Piano-Videokurs Klavierspielen auf Knopfdruck reinzuschauen. Dort zeige ich dir im Detail, wie das funktioniert. Ich zeige dir zusätzlich noch, wie man Solo-Piano spielt. Wenn du da Lust drauf hast, schau mal rein. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Auch den Pre-Chorus habe ich natürlich nochmal in Notenform aufgeschrieben. Auch hier sieht es fast genauso aus wie auf dem Liedsheet mit einer Veränderung. Denn jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Nachteil dieser ja, im Internet herausgesuchten, frei zugänglichen Liedsheets. Da sind leider oft Fehler drin. Hin und wieder stimmen ein, zwei Akkorde nicht. Manchmal stimmen die kompletten Akkorde nicht. Und in diesem Fall habe ich herausgefunden, dass wir das erste C, das wir spielen, also doch wenn du lachst, das ist kein reines C, denn sie spielen dort ein C über E, einen sogenannten Slash-Akkord. Du hörst, der reibt sich ein bisschen. Das heißt, wenn wir ein C slash E stehen haben, wird der Ton, der an zweiter Stelle steht, im Bass gespielt und in der rechten Hand der entsprechende
C-Dur-Dreiklang in Umkehrung in dem Fall. Wenn du noch nie von Slash-Akkorden gehört hast, dann schau dir auch unbedingt dieses Video hier an. Lass uns nun diesen Pre-Chorus mal nach Noten abspielen. Mein Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist. Und Achtung. Weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen... Super, das ist schon alles. Und dann lass uns noch der Vollständigkeit halber auch noch mal kurz in den Chorus schauen. Wie könnten wir den gestalten? Du siehst, im Chorus haben wir dann mit all deinen Farben ein D-Moll. Das D-Moll spiele ich jetzt wieder so, wie es bekannt ist, ja. Dann und deinen Narben, geht jetzt ein A-Moll. Können wir so spielen, wie wir es kennen. Hinter den Mauern ist jetzt ein neuer Akkord, da gehe ich auch in die Grundstellung, ja, zum G-Moll. Das kann ich sehr schön so spielen. Ja, ich sehe dich, haben wir das C-Dur wieder in der zweiten Umkehrung. Ja, und dann wiederholt sich das noch einmal. Lass es uns direkt ausprobieren und wir achten auf mit all deinen Farben. Bei Farben steigen wir ein und spielen ja den D-Moll-Akkord und dann in Vierteln weiter. Los geht's. Kann ich es sehen? Ich sehe dich mit all deinen Farben und deinen Narben hinter den Mauern. Ja, ich sehe dich. Lass dir nichts sagen. Nein, lass dir nichts sagen. Weißt du denn gar nicht, wie schön du bist? Was gehört am Ende, halte ich dann den C-Dur-Akkord wieder aus. Ich kann dir nur noch mal ans Herz legen, ganz bewusst das Original zu hören, dich auf dein Gehör zu verlassen und die Akkorde, die du spielst, mal zu vergleichen, klingen die wirklich richtig. Denn du wirst feststellen, in den Noten, die ich jetzt wieder aufgeschrieben habe, ist wieder ein kleiner Fehler im Liedsheet gewesen. Denn du siehst hier, wir haben ein D-Moll und jetzt kommt nicht das A-Moll, wie wir es gerade gespielt haben, sondern wieder dieses C über E, was viel, viel besser klingt. Und ich denke, wir spielen das Playback jetzt nochmal. Wir lassen es ablaufen und spielen die richtigen Noten, ja, einmal dazu. Kann ich es sehen? Ich sehe dich mit all deinen Farben und deinen Narben hinter den Mauern. Ja, ich sehe. Super. Also zusammengefasst kann man sagen, die einfachste Form, sich selbst oder jemand anderes zu begleiten, ist es, das Lied bei Google rauszusuchen, denk dran, Chords dahinter zu schreiben, eine passende, richtige Version zu finden, dich ein bisschen mit den Akkorden und Umkehrungen einzugrooven, ja, und dann das ganze Ding zu spielen. Wenn du jetzt direkt mit Begleitung weitermachen möchtest, schau dir unbedingt dieses Video an. Wenn du heute was gelernt hast, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und ich würde mich natürlich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.